Sie erfahren hier regelmäßig über die Geschehnisse der Machenschaften des Raiffeisenverbandes Salzburg rund um den Konkurs meiner Rocco-Gruppe. Die vergangenen Tage war ich sehr intensiv unterwegs, um mit verschiedenen Institutionen und Partnern vorbereitende Gespräche zu führen und Unterlagen zu sichern und zu recherchieren. In der Schweiz hat bekanntlich Herr Franz Josef Haselberger wohl offensichtlich als Strohmann für Raiffeisen einen Teil der Rocco-Vermögenswerte in der Steueroase Baar geparkt. Dort gibt es einen Schriftsatz, der im Rahmen eines Anfangsverdachts die Zusammenhänge darstellt, wie durch und nach dem Rocco-Konkurs Vermögenswerte in die Schweiz verschoben worden sind. Der Meldestelle für Geldwäscherei, abgekürzt MROS, im Bundesamt für Polizei der FedPol in der Schweiz in Bern kommt eine Relais- und Filterfunktion zu zwischen den Finanzbehörden und den Strafverfolgungsbehörden. Sie ist die nationale Zentralstelle, welche gleichzeitig gemäß dem Geldwäschereigesetz Verdachtsmeldungen bezüglich Geldwäscherei, Gelder verbrecherischer Herkunft oder krimineller Organisationen von Finanzintermediären entgegennimmt, analysiert und allenfalls an die Strafverfolgungsbehörden weiterleitet. In der Schweiz gibt es bekanntlich sehr, sehr strenge Gesetze, wenn es um den Verdacht geht, dass Vermögen durch kriminelle Aktivitäten beschafft wurde. Gleichzeitig wird dort auch sehr streng überwacht, wenn Steuerhinterziehung vermutet wird. Da bekanntlich die Schweiz mittlerweile international im Fokus steht und unter strenger Beobachtung ist, sind die Behörden sehr entgegenkommend und wachsam und sind eingebunden in internationale Vereinigungen. Es geht dort um die Haselberger Railway Holding AG in Baar, die von der Fiskum Treuhand GmbH in der Haltenstraße 5 betreut wird. Diese Haselberger Railway Holding AG ist Eigentümerin der Modelleisenbahn Holding GmbH, die wiederum Anteile an der Rocco Auffanggesellschaft Modelleisenbahn GmbH hält. Seitens der Behörden ist der Anfangsverdacht zu prüfen, wofür ich bereits weitere Detailunterlagen umfassend zusammenstelle. Weiters wurden an ca. 30 Institutionen, vorwiegend in Deutschland und in der Schweiz, ausgewählte exemplarische Beweise verschickt, die in die Lage versetzen, zunächst entsprechenden Anfangsverdacht bezüglich unrechtmäßiger und möglicherweise betrügerischer Handlungen des Raiffeisenverbandes Salzburg zu überprüfen. Dies beginnt unter anderem beim deutschen Justizministerium, bei der deutschen Bankenaufsicht BaFin und beschäftigt sich mit der Salzburg-München-Bank, die Raiffeisen Salzburg gehört und bei der Rocco Konten und Verträge hatte. Und das geht weiter bis hin zu Ratingagenturen, die sich durchaus für Privatstiftungen interessieren, die Raiffeisen zuzurechnen sind, wenn dort Risiken und Vermögen außerhalb der Bankbilanz geführt werden und versteckt werden, um so das Rating von Raiffeisen zu verbessern, mit dem Ziel, die Refinanzierungskosten am Geldmarkt für Raiffeisen günstig zu optimieren. Im Bundeskriminalamt gibt es mittlerweile einen zweiten Ansprechpartner, mit dem ich bereits in Kontakt stehe. Sie werden weiter zeitnah informiert werden. Bleiben Sie dran!